Und damit hallo und herzlich willkommen zu meine Top 5 Karnivoren oder auch Fleischfresser in Jurassic World Evolution. Bevor das Ganze hier losgeht, müsst ihr auf jeden Fall bedenken, das ist meine persönliche Top 5, das heißt meine subjektive Meinung. Und diese kann natürlich enorm von eurer Meinung abschweifen, denn Geschmäcker sind immer unterschiedlich. Aber ich würde sagen, ihr lehnt euch jetzt zurück und ich präsentiere euch jetzt meine Top 5 Fleischfresser. Platz 5. Der Dilophosaurus. Ich meine, schaut ihn euch an, ja? Der Kleine sieht eigentlich ganz niedlich aus, aber er kann ganz schön böse werden. Wenn er seinen Fächer oder Schirm aufplustert und seine ätzende Säure spuckt, dann sollte man ganz, ganz schnell Land gewinnen. Er ist, glaube ich, ein sehr, sehr hinterhältiger Saurier und ich finde, er ist in Jurassic World Evolution wirklich gut gelungen. Was diesen kleinen Racker hier zu meinem Platz 5 macht, sind auf jeden Fall die Animationen und die Sounds. Die gefallen mir sehr, sehr gut, wie er hier auf die Ziege springt, wie er dann vorher noch so einen kleinen Dilophosaurus-Schrei macht. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut und deswegen ist er auch mein Platz 5 geworden. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass er im Kampf auch wirklich seine Säure spuckt. Was ja auch ein mega cooles Detail ist und was den Dilophosaurus auch so einzigartig macht. Hinzu kommen auch noch sehr geile Skins für den Dilophosaurus, die ich jetzt mal hier für euch alle einblende. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Schöne Farbvariationen, wie man sieht. Wirklich geile Muster dabei. Also der Dilophosaurus ist für mich auf jeden Fall ein sehr gelungener Dinosaurier in Jurassic World Evolution. Platz 4. Der Indoraptor. Für viele von euch ist das sicherlich sehr verwunderlich, dass er es nur auf Platz 4 bei mir geschafft hat. Aber zu den genauen Gründen kommen wir jetzt gleich noch. Wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam den Indoraptor an. Er ist schon wirklich sehr bedrohlich und auch sehr, sehr geil gemacht in Jurassic World Evolution. Was ihn hier zu meinem Platz 4 macht, ist auf jeden Fall die dunkle Hautfarbe mit diesem orange-goldenen Streifen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht mega nice aus. Dazu kommt noch, dass er wirklich eine geile Körpergröße, Körperform, viele kleine spitze Zähne, scharfe lange Klauen. Ja, das ist wirklich eine perfekt abgestimmte Mischung, so als das perfekte Raubtier eigentlich sozusagen. Und wir sehen hier auch, er hat wieder sehr, sehr geile Animationen. Er kann hier auch als einziger kleinerer Raubsaurier größere Räuber erlegen. Das finde ich auch super nice. Die dazugehörige Animation sieht auch sehr geil aus. Es ist eigentlich schade, dass ich ihn hier nur auf Platz 4 eingestuft habe. Aber der Grund dafür sind lediglich die Skins, die es für den Indoraptor leider nur gibt. Ich blende die mal eben ein, dann seht ihr schon, viel Variation ist da nicht. Also dieser dunkle Hauttyp ändert sich immer nur ganz leicht und die Streifenfarbe auch nur ganz leicht. Ich hätte mir gewünscht bei dem Indoraptor tatsächlich, dass es vielleicht da mal so ein bisschen Variation gibt. Vielleicht mal einen Indoraptor-Skin mit weißer Haut. Oder halt irgendwas anderes. Das wäre sehr, sehr geil so. Stellt euch mal die Hauptfarbe von dem Indominus Rex, die kennt ihr ja sicherlich, bei dem Indoraptor vor. Das würde doch bestimmt mega nice aussehen, oder? Naja, er ist trotzdem zu Recht auf Platz 4. Er hat wahrscheinlich sogar mehr verdient. Aber für mich ist er ein verdienter Platz 4. Platz 3. Der Allosaurus. Spätestens nachdem ich die BBC-Dokumentation Die Geschichte von Big L gesehen habe, bin ich auf jeden Fall ein riesengroßer Allosaurus-Fan geworden. Falls ihr auch mal gerne Dinosaurier-Dokumentation guckt, kann ich euch diese nur wärmstens empfehlen. Die Geschichte ist sehr, sehr schön anhand der Fossilienfunde von Big L erzählt, aber ich will jetzt hier auch nicht zu sehr abschweifen. Durch diese Dokumentation ist der Allosaurus definitiv einer meiner Lieblingsdinosaurier geworden und
das ist er auch weiterhin in Jurassic World Evolution. Er hat es hier auf Platz 3 geschafft. Und ich meine, guckt ihn euch einfach mal an. Also er sieht schon echt nice aus. Er sieht bedrohlich aus. Hat eine tolle Körperfärbung. Die Hörner über seinen Augen sind auch mega nice. Also gefällt mir richtig gut. Er ist auch so richtig schön bullig und kräftig sieht er aus und ist auch sehr, sehr groß. Also er hat alles, was ein perfekter Räuber braucht. Die verschiedenen Farbmuster, die es für den Allosaurus gibt, gefallen mir auch alle sehr gut. Und es gibt bei dem Allosaurus alles im allem nicht zu beanstanden. Er ist für mich auf jeden Fall ein sehr solider und toller, gelungener Dinosaurier von Jurassic World Evolution. Und hat damit Platz 3 in meiner Top-Liste reglich verdient. Platz 2. Der Indominus Rex. Ja, er darf natürlich hier auf dieser Liste nicht fehlen, der Indominus Rex. Viele von euch hätten ihn sicherlich auch hier auf die 1 gepackt. Hätte er auch mit Sicherheit verdient. Ich meine, schaut ihn euch an. Er hat es auf jeden Fall auf Platz 2 geschafft, weil er ist einer der wenigen Dinosaurier, die hier einzigartige Animationen haben. Sieht man hier schon ganz gut beim Ziegeverspeisen. Er greift einfach ganz gemütlich nach der Ziege und steckt sie sich genüsslich in den Mund. So lässt es sich schmecken, würde ich mal meinen. Und das war ja auch noch nicht alles. Wir gehen aber erstmal auf die Optik allgemein ein. Also diese standardmäßige weiße Hautfarbe ist natürlich schon sehr, sehr nice, ne? Aber kennt man ja schon aus dem Film, war ja genauso. Das einzige Manko, was ich sehr schade finde an der Haut vom Indominus Rex, im Film kann er sich ja der Umgebung anpassen und sich so ein bisschen tarnen. Ich finde es sehr schade, dass sie diesen Aspekt so gar nicht berücksichtigt haben in JWE. Zumindest so ein bisschen wäre das ganz cool, wenn er dann... Es muss ja nicht sein, dass er komplett unsichtbar wird, aber dass er sich zumindest so der Farbe im Hintergrund oder so anpasst. Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Aber naja, man kann nicht alles haben, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer umzusetzen und so weiter. Vielleicht kommt das ja noch mit irgendeinem Patch. Mal schauen. Aber gehen wir mal auf ein paar Details ein. Wir schauen uns jetzt erstmal den Kopf ein bisschen in Nahaufnahme an. Und was einem da natürlich als erstes ins Auge fällt, sind die schönen, spitzen, langen Zähne, von denen ganz, ganz viele vorhanden sind. Damit kann er auf jeden Fall jede Beute erlegen und zerfleischen. Er ist ja auch so eine Genomskreuzung aus vielen Dinosauriern, unter anderem Tyrannosaurus Rex und Velociraptor. Und ich finde, das sieht man hier auch, dass er hier wirklich nur die Genome der Top-Predatoren der Urzeit in sich trägt. Und diese Kreuzung macht ihn meiner Meinung nach zum perfekten Jäger bzw. Killer. Welcher wohl, hätte er damals gelebt, weit, weit oben an der Nahrungskette gestanden hätte. Und dann gehen wir als zweites natürlich nochmal auf seine Arme ein. Die sind ja auch was ganz Besonderes. Bei den meisten größeren Theropoden sind die Arme natürlich sehr zurückgebildet, weil sie diese kaum benutzen. Aber der Indominus Rex hat schon so sehr menschenähnliche Arme und er kann diese auch sehr gut einsetzen. Er kann damit zugreifen, hat zudem auch noch lange, spitze Klauen, mit denen er schweren Schaden bei seinen Gegnern verursachen kann. Unter anderem kann er mit diesen als einziger Dinosaurier von Jurassic World Evolution größere Pflanzenfresser erlegen, also mit größer meine ich wirklich die ganz großen Dinosaurier. Hier im Hintergrund könnt ihr jetzt mal sehen, wie er das Ganze bei einem Apatosaurus macht. Er benutzt einfach seine Klauen und sticht dem Apatosaurus in den Hals. Der Apatosaurus ist bei so einem Angriff natürlich chancenlos und geht sofort zu Boden. Aber der Apatosaurus war natürlich noch nicht alles. Beim Brachiosaurus, der ja noch um einiges größer ist, funktioniert das Ganze natürlich auch. Und ihr seht, allein schon aus diesem Grund hätte es der Indominus Rex hier auf jeden Fall auf Platz 2 verdient. Zudem kommen beim Indominus Rex natürlich auch noch sehr, sehr geile Skins. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe leider noch nicht alle freigeschaltet. Es gibt auf jeden Fall noch einen, den ich freischalten muss. Kann sein, dass es noch mehrere gibt, aber das weiß ich nicht genau. Falls dem so ist, dann könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren verraten. Der Indominus Rex ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr verdienter Platz 2. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir hier zu meinem persönlichen Top 1 Fleischfresser in Jurassic World Evolution. Platz 1.
Der Spinosaurus. Der Spinosaurus ist mein ganz klarer Favorit und damit Platz 1 von Jurassic World Evolution. Er ist optisch so gut gelungen und sieht bedrohlicher aus als jeder andere Fleischfresser von JWE. Hier sehen wir jetzt, wie er sich hier eine kleine Ziege gönnt. Er schnappt sie sich und schluckt sie im Ganzen herunter. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Spinosaurus gemeinsam etwas genauer an. Und was einem als allererstes auffällt, ich gehe dafür mal ein bisschen runter, ist die enorme Größe. Schaut es euch an. Er ist sicherlich einer der größten, beziehungsweise wenn nicht sogar der größte Fleischfresser von Jurassic World Evolution. Gerade auch durch das schöne und große Rückensegel auf seinem Rücken wirkte nochmal eine ganze Stufe größer. Und das sieht auch sehr, sehr nice aus, muss man sagen. Und auch allgemein die Färbung, das ist jetzt ja hier der Standard-Skin. Aber die Färbung von dem Standard-Skin alleine sieht schon so nice aus. Also wirklich, wirklich gut. Ist einer meiner Lieblingsskins, auch wenn es nicht mal ein Skin ist, wirklich. Aber gefällt mir so gut, dass ich ihn auf jeden Fall auf Platz 1 voten musste. Aber da kommen tatsächlich noch andere Skins, die mir sogar noch besser gefallen. Die werde ich euch gleich aber auch noch genauer zeigen. Ich würde sagen, wir gehen, ja, nachdem wir uns das Rückensegel hier nochmal angeguckt haben, gehen wir auf jeden Fall mal auf den Kopf ein. Ich meine, schaut ihn euch an. Ein sehr schönes Krokodils-ähnliches Gebiss, würde ich mal sagen. Und auch das Auge erinnert stark an ein Krokodil. Allgemein der ganze Kopf. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und er hat auch riesige, viele Zähne, mit denen er sicherlich alles zerfleischen kann, was ihn sich in den Weg stellt. Sieht mega, mega nice aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Bei dem Spinosaurus fällt mir auch gar nichts ein, wo ich jetzt meckern könnte, wenn ich mir das so genauer angucke. Also der Spinosaurus ist alles in allem optisch ein sau, sau gut gelungener Dinosaurier in Jurassic World Evolution. Den kann man einfach nicht schlagen. Ist für mich ganz klarer Top 1 hier. Aber bevor wir jetzt hier zu meinem Favorite Skin kommen, schauen wir uns den Spinosaurus nochmal ein bisschen in Aktion an. Dazu gehört natürlich auch der Schrei von dem Spinosaurus und der ist auch der absolute Oberhammer. Richtig schön bedrohlich, laut, so muss es sein. Und im Kampf macht der Spinosaurus natürlich auch eine Top-Figur hier, wie ihr seht. Kämpft ihr gerade gegen einen Sinoceratops. Ich kann euch jetzt schon verraten, das wird nicht gut ausgehen für den Sinoceratops. Hier packt er ihn am Genick und bricht ihn dieses auch und erlegt somit ohne Probleme den Sinoceratops. Der Spinosaurus mit dem Regenwaldmuster ist mein absoluter Favoritenskin und Dinosaurier in Jurassic World Evolution. Ich meine, es sieht einfach so nice aus. Guckt es euch an. Dieser Skin ist wirklich so gut gelungen. Aber das war ja noch nicht alles. Also die anderen Skins für den Spinosaurus sind auch mega, mega gut. Und die werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Dann werdet ihr sehen, warum der Spinosaurus verdient Platz 1 geworden ist. Hier seht ihr dann nochmal die ganzen Skins vom Spinosaurus. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Die sehen einfach alle mega, mega hammermäßig aus. Also es gibt keinen Dinosaurier in JWE, der bessere Skins hat als der Spinosaurus. Und deswegen ist letztendlich der Spinosaurus auch bei mir auf Platz 1 gelandet. So, meine Freunde, das waren meine persönlichen Top 5 Fleischfresser aus Jurassic World Evolution. Mich würde mal sehr interessieren, welche denn eure Top 5 Fleischfresser aus JWE sind. Ich würde sagen, ich blende hier nochmal für euch eine Liste ein mit allen Fleischfressern und dann könnt ihr mir am besten mal eure persönliche Top 5 unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und falls ich mal ein Video dazu machen soll, über meine Top 5 Pflanzenfresser aus Jurassic World Evolution, dann lasst es mich doch wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Und damit bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Dandy.